Hier ist unser Spiel für den heutigen Abend. Wir suchen Berufe, Achtung, mit A an zweiter Stelle. Das bedeutet jetzt für Sie, gehen Sie mal alle Berufe durch, die Sie kennen. Ein Beispiel, ein Beruf ist zum Beispiel Busfahrer. Busfahrer hat nun kein A an zweiter Stelle, sondern ein U. Deswegen habe ich es auch als Beispiel gebracht, um nichts vorwegzunehmen. Wir suchen heute ausnahmslos Berufe, die ein A an zweiter Stelle haben. Wir haben eine reichhaltige Auswahl. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Beruf, den Sie mir hier nennen im Studio, dabei ist und Sie damit eine Wanne voller Geld gewinnen, ist riesengroß, denn wir haben 20 verschiedene Berufe mit A an zweiter Stelle. Das gab es auch selten. Ist wirklich eine gigantische Auswahl und nur vom Vorteil für Sie, denn das bedeutet, wer heute Abend einen Beruf mit A an zweiter Stelle findet, hat so gut wie gewonnen. Wer ist da? Hallo. Hallo. Ja. Ja, ich bin Elisabeth. Elisabeth, welchen Beruf möchten Sie loswerden? Zahnarzt. Der Zahnarzt hat ein A an zweiter Stelle und ist richtig. Jawohl. Sensationell. Auch der Zahnarzt ist richtig. Sie sehen, fast jede Antwort, die hier kommt, ist richtig. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Geld Sie gewonnen haben. Ne? 1000. 10.000, 20, 1030 Euro für Sie. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Freuen Sie sich? Ja. Sie machen so einen leicht abgeklärten Eindruck, als wäre es normal, 1030 zu gewinnen. Nein, Nachtdecker für 545 Euro. Maurer für 345 Euro. Zahnarzt für 1030 Euro. Maler für 405 Euro. Ganz ehrlich, wer heute nicht mitmacht, der verliert. Der kann nicht diese ganzen knackigen Gewinne aus der gläsernen Wanne mit nach Hause nehmen. Herrschaften, haben Sie sich die Wanne angeschaut? Mehrere tausend Euro für die nächste richtige Antwort. Und das sind einfache Berufe dabei. In 4, 3, 2, 1. Sie müssen jetzt sich einwählen. Jetzt holen Sie sich hier mehrere tausend Euro. In 5, 4. Also jetzt muss man anrufen, weil man es weiß, oder? 3, 2. Sonst guckt man auf die Homepage von mir. 1. Jetzt! Und ich habe eben einen Tipp gegeben auf einen Beruf, der da auch noch dran steht. Wer aufgepasst hat, gewinnt. Zugeschlagen, wen habe ich da? Die Silke. Silke, was hast du raus? Bankkaufmann. Bankkaufmann, natürlich, das ist richtig. Ja, Schatzele, du hast gewonnen. Sehr angenehm. Wusstest du, dass ich das mal gelernt habe? Nee, das nicht, aber ich auch. Du auch, bist auch Bankkauffrau. Ja. So, pass mal auf, dass unser Lehrberuf noch mal so viel Geld wert sein kann, was? Oh Gott, 1900. 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 1985 Euro. Ich bin sehr glücklich. Ha! 1985 Euro. Ich meine, hallo für den Bankkaufmann. Wie einfach war das? Mit deinem Anruf hast du das Geldband bei 1985 Euro gestoppt. Stelle. Wer einen Beruf mit A an zweiter Stelle... Sag mal, das gibt's doch gar nicht. 2 Sekunden später, wer ist da? Hallo, hier ist Alex. Alex und? Ich nehme mal den Mautner. Mautner, was ist das? Irgendwie einer, der mit Zeug zu tun hat. Sehr gut. Ist der dabei? Mautner. Der ist dabei! Oh. Ach, Quatsch! Kenne ich gar nicht. Wo ist denn der? Unter der 1. Der Mautner ist dabei, Schatzele. Jetzt brauche ich meine Hilfe zum Zählen, wenn ich jemanden haben darf, weil sonst komme ich ja nie klar. 9000, 91, 92, 93, 9000, 300 und 15 Euro. Ich glaub's nicht. Für den Mautner. Ich wär verrückt. Ich glaub's nicht. Ach, der nimmt diese Autobahngeschichte. Ja, sowas ein. Was? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, 9 Live gibt 9.315 Euro für einen Mountner aus? Seid ihr des Wahnsinns? Sowas Einfaches. Toll! Alex! Ja, ich find's auch in Ordnung, aber ich wäre auch gern irgendwann mal 9.315, Entschuldigung, für einen Mountner. Ich werd verrückt. Mountner! Juhu!
Klasse. Alex, hast du es gut? 9.315. Da geht keine Steuer ab, nix. Ich werde neidisch. Oh, meine Nerven liegen blank. Wir machen weiter. Herrschaften, wenn mir jetzt mal jemand sagt, naja, wenn die Wanne voll ist, sind da ja nur Begriffe, die man nicht lösen kann. Mautner, sorry, die Maut, Österreich kennt jeder, die sitzen in ihren Kassenhäuschen. Dafür gibt's knappe 10.000 Euro, mir fällt dazu nichts mehr ein. Mautner, was ist das? Kenn ich gar nicht. Ach, der nimmt diese Autobahngeschichte. Ja, sowas ein. Was? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, 9 Live gibt 9.315 Euro für einen Mautner aus? Entschuldigung, für einen Mautner, ich werd verrückt. Alex hat für einen Mautner eben 10.000 Euro gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. 10.000 Euro eben raus und jetzt sind wir schon wieder bei fast 3.000 Euro. Super viel Geld. Ich meine, viel Geld. Wir haben knapp 20.000 Euro bei Christoph rausgehauen. Insgesamt sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Begriffe raus, knapp 20.000 Euro. Auflösen. Der Lautenist. Lautmaul. Jetzt gehen wir an die Seite. Der Laute. Kantler, meine Damen und Herren, ist ja jemand, der die exakt die Kantel, bevor ich Quatsch erzähle, muss ich mir die Regie sagen, weil ich kenne es natürlich überhaupt nicht, meine Damen und Herren, genauso wenig wie Sie es kennen. Tauber. Der Tauber. Ach, der zwischen Tauben? Regie? Ja, ist doch wunderbar. Dann haben wir den Wanner. Den Nadler. Meine Damen und Herren, Sie suchen sich einfach aus, was die machen. Weil ich kann es Ihnen leider nicht erklären. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich schäme mich auch nicht dafür. Sondern es ist, glaube ich, völlig normal, dass man auch den Kastner nicht kennt. Ja? Übrigens, der Tauber, das kann man schon kennen. Das ist nämlich ein Tuba-Bläser. Ja, nur damit Sie da nochmal... Ich habe den Katzelmacher und ich habe den Katzelmacher. Der macht irgendwas, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die Katzel. Ich glaube, der Katzelmacher macht die Katzel, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie eigentlich auch wissen. Der Kastner, der Kastner ist ein ganz, ganz alter Beruf. Und zwar... Früher hat man dort auch Tischler oder Schreiner genannt. Nur Tischler und Schreiner konnten wir nicht hinmachen, weil wir haben ja mit A an zweiter Stelle gesucht. Deshalb haben wir uns für den Kastner entschieden. Der Zahnarzt, gut, der wurde gelöst, war aber dann doch Saalmann. Faktotum hört sich an wie eine bestimmte Zeit. Saalmann macht übrigens Testamente. So, dann haben wir den Hachmeister. Hach, der Meister. Ne, daher kam das damals. Hach, der Meister und nicht der Geselle. Und deshalb hat man Hachmeister gesagt. Das war nämlich ein Aufseher. Und der Aufseher hat über die Jagdhabichte, die es damals gab, Aufsicht geführt. Dann war es der Tafner. Der hat früher, meine Damen und Herren, im Zeit um 1600... war es damals ein Schankwirt. Also wenn die Ritter mal einen saufen wollten, dann sind sie zum Tafner gegangen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, meine Damen und Herren, ob ich Ihnen sage. Kavalier, Kavler und Garagist. Sitzt in der Garage und häkelt, oder was? Der arbeitet in der Garage, meine Damen und Herren. Es tut mir schrecklich leid für diese Begriffe. Und ganz ehrlich, ich schäme mich. Heute schäme ich mich für diese Berufe. Heute. Wir haben auch manchmal Begriffe, die sind ein bisschen schöner, weil heute, das war ja Quatsch. Also, oder? Die Berufe, es tut mir leid. Diese Berufe spiele ich nicht mehr. Also, solche Leute, die dafür verantwortlich sind, die gehören meines Erachtens nach wegen, ich würde schon fast sagen, Untreue
und Vertrauensmissbrauch, die gehören also mindestens für 5 Jahre hinter Gitter. Seht ihr auch so. Ja.